Hallo zusammen, hier ist wieder euer Tila und heute bin ich mal wieder für euch im Panda Remix unterwegs und zwar wollte ich euch wieder einen kleinen Mount Guard präsentieren. Heute geht es um diesen schicken, erhabenen Phönix und den können wir im Panda Remix über ein Achievement erhalten. Vom Aussehen sieht er so aus wie die Phönixe, die wir schon aus dem Challenge Mode kennen, die es damals gab. Und ja, diesmal haben wir einen Recolor mit ein bisschen Weiß, Rot und Schwarz. Sieht auf jeden Fall relativ schick aus. Und bekommen tun wir das Ganze über das Achievement Zeitprüfung. Dieses finden wir einmal unter Remix Pandaria. Und dann haben wir das direkt in diesem Überreiter quasi drin. Und dafür müssen wir Folgendes machen. Erreicht Stufe 20 mit einem Zeitläufer. Und dann gibt es dementsprechend einfach das Mount. Ihr seht, ich bin schon über Level 20. Geht auch relativ schnell alles. Und wie ihr jetzt diesen Zeitläufer erstellt, zeige ich euch mal fix, falls ihr da noch gar nichts gemacht habt. Als allererstes müssen wir uns quasi einen neuen Char erstellen. Und zwar haben wir hier oben jetzt diese Anzeige mit WoW Remix Mist of Pandaria. Und dann können wir uns hier einen Zeitläufer stellen. Ihr könnt euch einfach jeden Charakter auswählen. Die Stats und Skillung, das ist alles eigentlich relativ gleich wie im Retail, aber das Gear ist ein bisschen anders. Und die sind dann auch quasi auf eurer Liste mit dabei bei den normalen Charakteren. Bloß die Zeitläufer-Chars, die haben halt quasi diese Sanduhr drauf und mit denen könnt ihr nur in Mist of Pandaria Remix spielen, also in diesem speziellen Modus, wo dann auch das Gear hier spezielle Affixe und so hat, ne? Aber das wird jetzt zu weit gehen, das in dem Video hier zu erklären. Aber so könnt ihr euch das Mounter spielen, spielt auf Stufe 20 und dann habt ihr das Ganze. Es macht auch Sinn, noch weiter zu spielen, denn es gibt einen Haufen andere Mounts, die hatte ich euch schon mal vorgestellt gehabt in einem kleinen Übersichtsvideo, aber so ein kleiner Sneak Peek hier, gibt einen Händler mit einem Haufen neuen Mounts, also es lohnt sich auf jeden Fall hier einen Char hochzuspielen und ja, das ein oder andere an Bronze zu farmen für die Mounts. Ich werde dann aber, sobald ich die Sachen habe, auch nochmal extra Videos dazu machen und auch nochmal zu den ein oder anderen Achievements, die es hier gibt, beziehungsweise es sind eher Heldentaten, nur die bringen alle keine Punkte. Eine kleine Info sollte ich euch vielleicht noch geben. Das ganze Event geht jetzt nur etwa 3 Monate. Das waren, glaube ich, insgesamt 95, 96 Tage, irgendwie sowas. Und wenn das zu Ende ist, dann vermute ich mal sehr stark, könnt ihr diese Items aus dem Event nicht mehr kriegen, was natürlich auch das Mount mit einschließt. Und ja, wie lange das Ganze noch geht, seht ihr natürlich hier oben im Login-Bildschirm bei den Tagen, die zählen dann auch langsam runter. Also für die FOMO-Leute ist das natürlich so konstant mit im Bild. Gut, dann sind wir durch mit dem kleinen Mount Guide. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Sollten noch Fragen offen sein zu dem Ganzen, könnt ihr die gerne in die Kommentare stellen. Ich werde die Tage noch ein paar mehr Videos zum MOP Remix machen. Ich bin jetzt ein bisschen später reingestartet, weil ich noch ein paar andere Sachen vorher fertig machen wollte. Aber jetzt, die laufen in den nächsten Tagen, kommen dann laufend noch ein paar Videos zu dem Event. Gut, ich verabschiede mich an der Stelle. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.